Mitch, herzlichen Glückwunsch zum Auswärtssieg. 4:1 Sieg in Hannover. 6 Punkte schon eingesammelt in der englischen Woche. Gibt einem gerade ein ganz gutes Gefühl, oder? Ja, auf jeden Fall. Für den Zeitpunkt ist es optimale Ausbeute. Wir wollen natürlich nachlegen. Ich bleibe bei den Worten, die ich am Wochenende schon getätigt habe. Das heißt, wir können jetzt nicht ausruhen. Es kommt das nächste Spiel und wir wollen natürlich die perfekte Woche machen. Wir haben heute 4:1 gewonnen. Waren wir denn auch wirklich 3 Tore besser? Das Ergebnis sagt es ja. Also ich glaube, wir haben letztes Jahr ein paar andere Spiele gehabt, wo wir extrem gut waren, viele Torchancen hatten und dann das Spiel abgegeben haben. Heute war es komplett anders. Wir waren extrem eiskalt vor dem Tor, haben die Tore auch zu einem guten Zeitpunkt gemacht, immer in den Druckphasen von den Gegnern rein. Deswegen bin ich, was das angeht, sehr zufrieden. Was haben wir denn heute besonders gut gemacht, wenn wir so ein bisschen tiefer reingehen in das Spielgeschehen und wo können wir uns vielleicht noch steigern? Ja, steigern, glaube ich, in allen Spielphasen. Wir wussten halt, dass wir viel hinterherlaufen müssen, weil nochmal, wir müssen auch oft die lange Variante wählen, weil der Gegner es sehr, sehr gut macht im Anlaufen. Ist eine sehr, sehr fleißige Mannschaft. Wir haben uns vorher auch vom Matchplan ausgedacht, dass wir immer wieder drüber spielen wollen. Wir wollen schnelle Außen haben, immer wieder dann in die Tiefe laufen. Und genauso wollen wir die Standardsituation, die wir heute bekommen, gegen eine U-Mannschaft auf jeden Fall nutzen. Wir kommen heute nicht drumherum, auch mal personell auf den einen oder anderen zu gucken. Julian Kania heute mit einem Dreierpack, erst sein 2. Startelf-Einsatz in der 3. Liga. Da hast du heute mal das richtige Händchen gehabt, ihn von Anfang an zu bringen, oder? Ja, ich sag's ja immer wieder, hat ja nicht mit meiner Qualität zu tun, sondern mit der Qualität von den Spielern. Auch die Leute, die von der Bank kommen, wir bringen dann mehr von der Bank, der auch sofort trifft. Die Jungs haben einfach eine Qualität und dann kann man über das goldene Händchen vom Trainer reden. Oder man sagt einfach, die Jungs, die reinkommen, haben Qualität und gehen immer an ihre Grenzen und deswegen machen die Tore. Macht es das für dich jetzt mit Blick auf Samstag einfacher für die Aufstellung oder noch viel schwieriger? Nein, es macht es immer einfacher. Also ich habe lieber ein paar schwere Aufgaben, wo ich sage, okay, die Jungs sind alle auf Niveau. Das ist gerade auf jeden Fall der Fall. Das heißt, ich habe die Qual der Wahl. Und da müssen wir gucken, was genau auf den Gegner passt. Und vor allem müssen wir immer wieder gucken, dass wir vorne auch intensiv anlaufen können. Deswegen war auch der Wechsel jetzt heute gewesen, weil Jule musste sich um 2 Sechser kümmern. Das hat er super gemacht. Deswegen bewerte ich nicht nur die 3 Tore, sondern vor allem auch das Verhalten gegen den Ball. Du warst eben schon einmal kurz in der Kabine. Muss man die Jungs jetzt bremsen nach dem 2. Sieg oder merkt man schon den Hunger auf die perfekte Woche? Ja, ich habe es ja vorher schon gesagt, also man merkt auf jeden Fall, dass die Jungs extrem erleichtert sind, genauso wie ich auch. Wir haben jetzt 6 Punkte geholt, die können es genauso wie am Wochenende machen, 2-3 Stunden feiern, vielleicht auf 5-6, auch kein Problem. Aber dann geht morgen schon wieder der Fokus aufs nächste Spiel, weil das wird eine schwere Hausnummer. Wie sieht jetzt die Rückfahrt aus? Kann man das ein bisschen genießen oder geht es schon direkt in die Analyse? Nein, erstmal genießen wir definitiv, aber dann morgen geht es sofort in die Analyse. Wir müssen das Spiel auch ziemlich schnell abhaken, weil dann Alemannia Aachen wartet. Dann machen wir das doch so und sehen uns dann am Samstag in der Schüko Arena gegen Alemannia Aachen. Glückwunsch, Mitch. So machen wir es. Danke, bis dann. Ciao.